Willkommen bei einer neuen Episode von Wachs mit deinem Garten. Mondkalender oder Bauernregel? Darüber, wie oder wann man seinen Garten am besten bewässert, kann man ewig streiten. Worüber sich aber nicht streiten lässt. Mit dem Gardena Smart System braucht man keinen, oder besser gesagt einen Finger zu rühren. Die Sache ist erledigt. Aber schauen wir uns das Ganze doch einfach mal an. Mit der Gardena Smart Irrigation Control Steuerung kann ich bis zu 6 Zonen unabhängig voneinander per Smartphone mit der Gardena Smart System App bewässern. Ob mit Gardena Sprinklersystem oder Mikrodrip-System, sogar die Bewässerungsintervalle und die Dauer kann ich den Bedarf einzelner Pflanzenbereiche individuell anpassen. Und dank Smart Sensor kann ich auch nicht mehr zu viel gießen. Und wenn Sie jetzt denken, oh mein Gott, das ist doch irrsinnig komplex zu installieren, kann ich Sie beruhigen. Es ist wirklich ganz einfach. Da die Gardena Smart Irrigation Control spritzwassergeschützt ist, können Sie sie problemlos außen am Haus montieren. Auch genau an der Stelle, an der Ihre alte Steuerung hängt. Dazu erst die Kabel mit Klebeband und Stift nummerieren, danach mit einem Schraubenzieher lösen und dann die alte Steuerung von der Wand schrauben. Ach ja, die Smart Irrigation Control kann auch andere Bewässerungsanlagen, die nicht von Gardena sind. Also zum Beispiel die üblichen 24 Volt Bewässerungsventile und auch andere Systemelemente smart machen. Für die Montage der Smart Irrigation Control zuerst die Stellen für die Bohrungen markieren. Dazu die Abdeckung abnehmen, die Steuerung an die Wand halten, mit der Wasserwaage ins Lot bringen und die Löcher einzeichnen. Dann bohren und die Steuerung mit den mitgelieferten Dübeln und Schrauben fixieren. Bei Holz und ähnlichen Untergründen kann man sich die Dübel natürlich sparen. Wenn die Ventilbox zusammengebaut und vergraben ist, muss man das Verbindungskabel nur noch an der Steuerung anschließen. Dazu einfach die 7 Adern des Anschlusskabels aus der Ventilbox mit den entsprechenden Klemmen 1 bis 6 und C in der Steuerung verbinden. Einfach den entsprechenden Drücker mit Finger oder kleinem Schraubendreher betätigen. Das Kabel von unten in die Klemme einführen, loslassen und das Kabel sitzt. Ebenso die Kabelenden des Netzteils bei 24 Volt verbinden. Falls Sie wie ich nicht nur Wasser aus dem Hahn, sondern auch aus der Regentonne und Ähnlichem zur Bewässerung nutzen wollen. Über den Masterkanal der Smart Irrigation Control kann man auch die Gardena Pumpensteuerung anschließen, mittels der man Pumpen mit einer Leistung von bis zu 2000 Watt ansteuern kann. Zu guter Letzt nur noch das Netzteil am Strom anschließen. Mit der Smart Irrigation Control von Gardena können Sie alles per Smartphone-App steuern. Dazu einfach die Gardena Smart System App downloaden und einen Account einrichten. Bei der Erstinbetriebnahme des Systems noch das Gateway einbinden. Dazu müssen Sie einfach den Anweisungen folgen. Dann über die App alle Zeitpläne und Einstellungen für die einzelnen Zonen vornehmen. Das war's dann auch schon. Und das heißt auch bei Ihnen, Garten genießen statt gießen.